Wie funktioniert eigentlich die GEMA? Das ist die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Hinter dem komplizierten Namen steckt eine einfache Idee. Wer Musik öffentlich nutzt, soll die Urheber dafür bezahlen. Musikurheber sind Komponisten und Textdichter. Über 60.000 von ihnen haben sich gemeinsam mit den Musikverlegern zum Verein GEMA zusammengeschlossen. Den Applaus für die Musik ernten aber oft andere. Denn häufig interpretieren etwa Sängerinnen oder Sänger Stücke aus fremder Feder. Ob bei einem Live-Konzert, in einem Club, im Rundfunk oder als Musik im Einzelhandel. Der öffentliche Einsatz von Musik bedeutet immer einen Vorteil für die Nutzer, wie Veranstalter oder Sender. Deshalb ist es nur fair, die Musikschaffenden an diesem Mehrwert zu beteiligen und ihnen einen Lohn für ihre Arbeit zu zahlen. Das klingt einfach, doch für den einzelnen Urheber wäre es ziemlich aufwendig, mit jedem einzelnen Musiknutzer in Deutschland, in Europa oder sogar auf der ganzen Welt die nötigen Tarife und Lizenzverträge selbst abzuschließen. Meist wird Musik auch öffentlich gespielt, ohne dass der Komponist überhaupt davon weiß. Schon 1903 haben sich Musikurheber deshalb zur ersten deutschen Verwertungsgesellschaft zusammengeschlossen. Wie sie damals, so schließt heute die GEMA Verträge mit den Nutzern von Musik. Die Nutzer melden ihren Musikeinsatz bei der GEMA an und leisten die entsprechende Lizenzzahlung. Dieses Geld verteilt die GEMA dann als Lohn, sogenannte Tantiemen, an ihre Mitglieder. Die GEMA ist dabei über Schwestergesellschaften international vernetzt. So vermittelt sie heimischen Urhebern Tantiemen für die Musikaufführung im Ausland. Gleichzeitig zieht sie von deutschen Nutzern auch die Vergütung für ausländische Urheber ein. Als Verein macht die GEMA dabei selbst keinen Gewinn. Nach Abzug der Verwaltungskosten werden alle Einnahmen ausgeschüttet. An die Komponisten, Textdichter und Verleger im In- und Ausland. Die GEMA. Sie sorgt dafür, dass die Urheber einen gerechten Lohn für ihre Arbeit bekommen und sich ganz auf ihr kreatives Schaffen konzentrieren können. So fördert und ermöglicht die GEMA eine lebendige Musikkultur. In Deutschland und darüber hinaus. Denn Musik ist uns was wert. Weitere Infos unter www.gema.de.